Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist morgen. Wieso? Gestern habe ich angekündigt, dass heute der Sevi kommt mit der Vespa, mit seiner Vespa. Und das ist eben heute. Genau. Und der kommt jetzt dann gerade. Ich bringe seine Teile, all das Ding ist in Teile zerlegt, kommt direkt vom Sandstrahler. Das heisst, wir müssen heute, wenn möglich, heute Gas geben. Ich will das so schnell wie möglich grundieren. Jeder, der mit dem arbeitet, weiss das. Frisch vom Sandstrahlen, das setzt nicht mehr gross anlangen. Also möglichst gar nicht anlangen, das ist fast nicht möglich. Aber einfach so schnell wie möglich eine Grundierung darüber jetzt ziehen. Und das wäre eigentlich das Ziel heute. Ich habe das eine oder andere bei mir noch ausgegeben. Das ist der Füller, den er dann überkommt. Aber als allererstes tun wir zwei Komponenten Epoxy-Grundierung drauf. Einfach, dass es geschützt ist. Das ist mir das Wichtigste. Ich will natürlich. Das muss er dann zahlen. Okay. Ich will natürlich euch das zeigen und auch den Aufbau, wie das geht. Totalrestauration. Mein Business. Also das ist das, was ich am liebsten mache. Experte bin für das und das will ich euch zeigen. Also heute ist sicher, wenn möglich, das Ziel ist heute Epoxy grundieren. Und das heisst, es gibt ein bisschen Vorbereitungsarbeiten, das muss man zuerst ein bisschen anschleifen, aber grob mit Scotchbreit sehen wir dann alles und ich nehme euch gerne mit dafür. Okay, schaut zu und lernt etwas! Was ist? Voll geil, ich muss ein bisschen warten, dann geht es von alleine. Super geiles Zweig. Also weißt du auch vom. Sie war beim Spengler. Das hast du gemacht? Ja. Komplett. Da hat er ein bisschen geklopft. Ja. Er hat gesagt, wir müssen die einen noch ein bisschen spachteln. Ja. Die noch nicht ganz rausgekommen sind. Ja, das machst du wieder durch. So, noch Witz. Nein, das ist genau richtig. So. Genau. Also, Epoxy-Grundierung hier gemacht. Jawohl, geile Pflödi. Okay, jetzt hauen wir jetzt auf die Waspe drauf. Ich mache jetzt richtig geile Aufnahmen. Ich werde dich nachher hart anschießen, wenn ich das erste Mal nicht da bin. Ja.
Später. Ja, schön trocken alles, tipptopp. Da reden wir jetzt von dem Epoxy. Und zu dem Epoxy möchte ich noch schnell etwas sagen. Ja, bei dem Epoxy ist es so, also das erste Mal, was ich sagen möchte, vielleicht von der Menge, die ich gebraucht habe, ich habe jetzt für all die Teile genau ein Kilo Epoxy drauf da, also die Büchse ist leer und es ist ganz fein drauf, bewusst. Man könnte die Epoxy natürlich ein bisschen dicker grundieren, habe ich da ganz bewusst nicht gemacht. Da ist es jetzt darum gegangen, um das Sandgestrahlte so schnell wie möglich abzudecken mit einer guten Grundierung. Für das haben wir Epoxy genommen und Epoxy nimmt man eigentlich nur dann, wenn man eine Totalrestaurierung macht im Oldtimer-Bereich. Oder eben so eine Geschichte. Im normalen Reparaturbereich braucht man Epoxy eigentlich nicht. Jetzt ist es so, der TÜV, die Vespa, ist sehr, sehr gut zweg. Also das heisst, bühlenmässig und so, es hat praktisch gar nichts. Da hat der Spengler super geschafft, wirklich ganz genial. Keiner nicht, aber gute Bütze. Und wir haben ganz kleine Hammerschläge, haben wir da noch. Etwa in diesem Bereich, etwa da, sieht man noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hammerschläge vom Spengler und die tun ich spechteln. Oder tun ich spachteln, das klingt ein bisschen vernünftiger. Es ist nicht viel und ich mache es bewusst über die Epoxy-Grundierung. Halt eben, weil wir jetzt hier eine totale Restauration haben, im, sag jetzt mal, Youngtimer-Oldtimer-Bereich, etwas, das man lange behalten will. Und darum tut man den Spachtel nicht direkt aufs Blech, wenn irgendwie möglich, wie halt eben im Reparaturbereich. Dort ist eine andere Geschichte. Da tut man den Spachtel nicht aufs Blech, weil Spachtel ganz einfach kann Wasser ziehen. Durch den Lack durch. Und das könnte sein, dass es unter Wasser, respektive dass es unten durch kann, feucht werden und dann, das sieht man viel bei so alten oder oft bei geschludderten Gespachtelarbeiten, dass das wieder lupft. Und da hat es jetzt die Grundierung drunter. Bei anderen Grundierungen machen das nicht, also bei Einkomponentengrundierung machen das bitte nicht. Unbedingt Zweikomponentengrundierungen benutzen, wenn ihr den Spachtel nachträglich drauf tut. Und das ist jetzt eben so, dass unter dem Spachtel eine gute Grundierung hat, weil das Spezielle am Epoxy, muss ich noch sagen, das ist ein Harz, Epoxy-Harz, und ist dafür bekannt, und darum nimmt man den auch, der zieht eben kein Wasser. Also das ist eine Isolation aufs Blech, wo Wasser undurchlässig ist. Und das ist genau das, was man darum braucht, darum ist er teuer und so weiter. Und das mache ich jetzt. Ich tue jetzt hier Stellen spachteln. Oder diese Stelle, das ist wirklich nur eine einzige Stelle, spachteln. Dann komme ich natürlich rundum aufs Blech. Das ist mal so wie klar. Nicht zu verhindern. Und dann kommt nachher
Der nächste Schritt ist dann füllen. Ich tue das Ganze füllen, braucht auch nicht so viel. Ich mache zwei Durchgänge. Und dann ist die Sache erledigt. Füller schleifen und lackieren. Und ja, es geht noch um Farbe, es ist nicht mein TÜV. Und ich weiss, dass man gerade genau jetzt in dem Moment an der Farbenummer studiert. Viel Glück, eine grosse Aufgabe. Nehmt den anderen nicht am Kopf. Und ich bin gespannt, was ihr auslesen. Okay, geht los mit Spachteln. Es geht, wie gesagt, um den Bereich hier. Da tun wir Spachteln. Und es geht, hier hat es ein paar Schläge. Da. Es hat sonst wirklich nichts. Wir haben alles mehrfach kontrolliert, um euch das zu zeigen. Ich muss sowieso ein bisschen anschleifen. Tue ich da schnell ein bisschen. Ups, schon fast ein bisschen viel da. Hm? Ja, ist auch ich. Okay. Was machen wir? Beim Füller macht man das, oder wenn man eine Dickgrundierung drauf hat, dann macht man die ganzen Teile. Das zeige ich euch schnell. Genau, ich habe mich entschlossen, das nicht zu machen auf der ganzen Karosserie. Das bringt es mir nicht, es ist zu wenig Material drauf, um das verschleifen. Wir tun das alles mit grauem Scotch anrauen dann. Gut, und dann der Füller. Und beim Füller machen wir dann das schon, das ist klar, dass man sieht, wo man schließt. Ja, das war noch ein bisschen zu feucht gewesen, he? Okay, nächster Versuch. Also nochmal, ja, die Farbe muss natürlich ein bisschen trocken sein. Voilà. Jetzt kommt das schön führen. So. Genau. Jetzt sieht man, in diesem Bereich sieht man genau die Hammerschläge vom Spengler. Die tun jetzt spachteln und das, was man, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht, es hat da die feinen Rillen, die man sieht. Das ist vom Bearbeiten, das Blechbearbeiten. Das hat er mit einem groben Papier gemacht, also das heisst, mit einer groben Scheibe hat er das nachher mit dem Winkelschleifer geschliffen, die Stelle. Das ist alles in Ordnung und die muss ich nicht spachteln, weil genau für das ist dann der Füller, der genau die Rillen am Schluss ausfüllt. Und dort brauche ich dann die Schicht drüber, um zu sehen, wo das noch ist und was nicht ist, dass man es schön planen kann. Und jetzt geht es darum, hier Spachtel anzubringen. So, da brauche ich einen Feinspachtel. Da nehme ich gerne ein bisschen professioneller. Den gibt es allerdings auch, also es gibt auch einen Baumärzspachtel. Ich nehme jetzt hier gerne einfach meine, wo ich genau weiss, wie er sich verhaltet. Schön durchmischen. Das ist wichtig, dass hier keine rote, oder vom Härter kann auch blau sein. In der Regel ist es rot, keine roten Striche mehr drin sind. Etwa so. Jetzt ist es so, das ist eigentlich das, mit dem, was ich spachtle. Jetzt ist das hier innen aber ein Zeich, oder? Da komme ich fast nicht an. Und für das probiere ich jetzt mal mit einem flexiblen Spachtel. Das zu machen. Alles hängt da noch in der Luft rum. Das ist nicht so einfach, da rein zu spachteln. Und entspricht überhaupt nicht meiner Qualität, eigentlich, die ich da gerne hätte. Ja, sehr ein schwieriger Ort zum Spachteln. Also gut, jetzt nehme ich noch den hier und probiere den so ein bisschen in die Form zu biegen. Da. Ja. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht wirklich eine schöne Stelle zum Spachteln, okay? Und der Doktorfinger. Ja gut, wollen wir einmal so machen.
man auch hier schön die Ränder machen, ein bisschen verstreichen. So, gut. Machen wir das also so. Für mich ist gut. Wird nachher sowieso geschliffen. Ist auch ein Zeich zum Schleifen da. Aber man geht fast, nimmt ja fast alles wieder runter. Und dann sieht man noch, wo die Hammerschläge sind und die mit dem Füller drin. Das, mit dem Spachtel drin, dann füllen wir drüber, füllen, wieder schleifen und dann ist das für ewig weg. So, sind etwa 20 Minuten durch. Ich denke, das ist nicht schlecht. Das kann man schleifen, das ist gut. Mit dem Gepäck habe ich mal 80, 120 und 180. Mal schauen, was ich brauche. Es ist hier etwas blöd mit den Formen. Ich werde es von Hand schleifen. Das ist hier okay. Es ist ja nicht in dem Sinn eine Beule, sondern nur die Hick. Und da schauen, dass du hier immer schön wirklich eine Form machst. Das ist jetzt 80. Das Ding haben. Das ist ein anderes Problem. Ja, genau. Sag jetzt doch, soll die Masken anlegen. Ich kann es auch nicht so umarmen, aber okay. Jetzt komme ich, das ist recht zäh. Also die Epoxy ist sehr zäh. Ich habe jetzt mit 80 in die Epoxy gekommen. Hier unten fängt es jetzt an, da wird es sicher rundum noch durchkommen. Ich wechsle jetzt auf 120. Dann muss ich mal die Seite wechseln. Da. Aha. Okay, jetzt sehe ich gerade, dass. Das sieht man jetzt gerade gut, dass das eigentlich eine Bühne ist. Genau die Form. Da sieht man es noch gut. Da, wo es jetzt rundum aufgeht, das ist die höchste Stelle, genau wie da. Und da sieht man genau, die Bühle hat eigentlich ziemlich genau die Form jetzt vom Spachtel. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ein bisschen breiter Spachtel aufgetragen. Mit dem habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber ich nehme dafür auch nicht mehr weg. Und das können wir mit dem Füller lösen. Also, dass er da sollte eigentlich kein Problem sieht und da einmal sicher mehr, vielleicht zweimal mehr füllern. Das seht ihr ja dann. Und dann können wir das, die Unebenheit noch beheben. Ich gehe jetzt gleich ganz kurz noch schnell den 180er durch. So, genau. Naja, also man sieht sie gut. Ich nehme an, ich hoffe, man sieht sie. Und das wäre die Bühle, aber die bringen wir raus. Was ich auch noch will sagen, der Lack rundherum, das ist ja vom Spraydöschen, was jetzt da noch hat, das Schwarze da. Oh, fast ein wenig Nitro. Tun es wieder abputzen, wenn einmal etwas drüber geht, weil das ist ein Komponentenlack, der kann euch Lampen machen, nachher, wenn ihr mit dem Zweig drüber geht. Darum wirklich alles schön schnell abputzen. Das war jetzt ein wenig Nitro. Mach es schnell. Das wirklich schnell ein bisschen wegputzen. Das kann euch Lampen geben als Untergrund für den nächsten Schritt im Lackaufbau. Ja, ich glaube, ich beende heute das Video mit dieser Epoxy-Geschichte. Sonst wird das ein ewig langes Video. Ich mache mit dem Füller weiter, das gibt dann ein eigenes Video und dann natürlich das Lackieren. Bin extrem gespannt auf die Farbe. Nehmt euch nicht am Kopf bitte und seid lieb miteinander, das wird eine geile Geschichte, so oder so. Und wie gesagt, als nächster Schritt ist der Füller dran, der wartet bereits. Und ich sage tschüss, schaut zu das nächste Mal, es wird interessant, füllern. Ja cool, hat mich gefreut, bis dann. Bin weg.